Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge der NBA 2K21 My League mit den LA Mambas. Und ja, es gab jetzt natürlich eine kleine Pause. Erstmal, sorry dafür, ich war kurz gesagt einfach nur im Urlaub. Und ja, auch heute bin ich wieder ein bisschen im Stress. Es ist echt ab morgen zum Glück wieder ein bisschen entspannter. Heute noch bis 15 Uhr arbeiten müssen. Deswegen kam die Folge auch heute oder kommt die Folge erst heute relativ spät. Wir haben jetzt auch schon 16:07 Uhr. Bis 17 Uhr muss ich sie fertig kriegen. Das heißt, so viel Zeit hatten wir nicht, so haben wir nicht. Vor allen Dingen ist mir jetzt einfach die Folge heute wichtig, um euch sagen zu können, dass halt jetzt wieder. Ja, Hilfe, was ist mit mir los so? Dass jetzt wieder regelmäßiger Folgen kommen können. Beziehungsweise nicht nur regelmäßiger, sondern im besten Fall sogar jeden Tag. Gegen die Ravens wollte ich auf jeden Fall ein bisschen reingehen. Wir gucken mal erstmal, wie es so läuft. Und sonst gehen wir mal ein bisschen rein, gucken mal, wie das Ganze sich spielen lässt. So, erstmal ein bisschen runterkommen. Ich habe mir gerade noch einen Espresso gemacht, um euch hier mal ein paar Einblicke hinter die Kulisse zu geben. Nein, ich bin echt ein bisschen im Stress, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich gleich noch unterwegs bin. Gestern Abend bin ich erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Aber ich wollte jetzt die Folge hier auf jeden Fall noch machen. Hatte das Ganze schon fast wieder verdrängt über den ganzen Tag in der Arbeit. Und ja, jetzt hatte ich es aber zum Glück noch im Kopf. Muss man 16:39 Uhr meine Bahn kriegen, aber ich bin optimistisch, dass wir es trotzdem schaffen, ja. Ich meine, wir wollten ja ein bisschen spielen. Ich meine, es geht ja noch nicht mal krass ums Gewinnen. Ich werde es nicht extra verlieren hier. Boah, Hilfe. Auch wenn Mo Wagner so Defense spielt, als würden wir extra verlieren wollen. Aber ich meine, wir müssen jetzt nicht ärgern, wenn es nicht so gut läuft, sage ich auch mal ganz ehrlich. Okay, Carmelo Anthony will den Ball da am Post haben. Kann er sowas hier? Boah, schade. Ich dachte ich, vielleicht mit Mello wäre das möglich, aber kriegt es leider nicht untergebracht. Oha, Freunde, ich bin irgendwie noch sehr, ich weiß auch nicht, sehr aufgewühlt. Sag ich mal. Mo Wagner jetzt hier im Pick and Roll. Ah, gibt nicht den Switch. Mo Wagner, ey, gute Defense. Und dann der Offensivrebound für Capella. Boah, und dann das Poster. Oh Mann. Das sah nicht so gut aus. Naja. Trey Burke jetzt mit dem Ball. Screen kommt für Jackson. McDermott. Da, ah, wir kriegen nicht so richtig freien Wurf. Carmelo Anthony jetzt mit dem Zug zum Korb. Wird zumindest mal gefoult. Boah, ist mit dem Team echt offensiv was zu kreieren. Tough auf jeden Fall. Carmelo Anthony mit 10 Punkten zumindest. Macht 11 draus. Immerhin. Oh, Spencer Dinwiddie jetzt wieder auf dem Platz. Der ist natürlich für die Offense auf jeden Fall hier mit hauptverantwortlich. Boah, ich muss erstmal wieder reinkommen hier ins Team. Ich habe schon wieder unseren halben Kader hier vergessen. Capella gegen Mo Wagner. Let's go, Mo Wagner. Diesmal auch mit einem richtigen defensiven Stop. Und Melo in Transition. Oh, verlegt den. Come on. Nur Malik Monk oder. Ich weiß gar nicht, welcher Monk das ist. Auf jeden Fall kann er leider da Carmelo Anthony am Layup entscheidend noch hindern. Und der ist leider ein bisschen zu leicht. 38% werfen wir aus dem Feld hier. Das ist irgendwie nicht so gut. Melo. Handoff für Doug McDermott. Mo Wagner kommt hoch und Melo kriegt den Ball im Post. Das ist also unser Play hier. Boah, Melo wird geblockt. Muss erstmal raus. Hat auch nicht mehr so viel Zeit. Oh mein Gott, und verlegt auch den. Ich weiß nicht. Melo hatte ich mir irgendwie auch mehr von versprochen. Aber ich meine, ist natürlich auch hier in 2K nicht mehr so ein Star. Ah, schade, auch die Defense reicht hier nicht. Dinwiddie kriegt den Ball. Melo wieder Handoff für McDermott. Spin Move. Melo, oh, ich wollte gerade sagen, relativ offen, aber nicht mal andersweise offen genug, wird noch geblockt. Eieiei. Ey, komm, jetzt zeig's mir doch nicht nochmal. Freunde, reicht doch auch. Ja, sagt ihr, es klappt? Warte. Oh, Mo Wagner. Der Dreier, McDermott, wide open. Come on, McDermott hat doch keinen schlechten Dreier. Ich meine, war natürlich ein bisschen random, wie der überhaupt zustande gekommen ist, aber dann kann er ihn, finde ich, schon reinmachen. Millsap jetzt verteidigt von Mo Wagner. Ah, Mo Wagner, unnötig von mir, da ich da auf den Steal gamble.
Wagner im Post gegen Capella. Boah, wie einfach ging das denn? Capella drehst du einfach um, als wäre kein anderer da. Dinu, die apropos. Ah, oh, ich wollte sagen, apropos einfach. Auf einmal ist er irgendwie so mysteriös abgestoppt. Das war auch gar nicht den Widi. Das ist den Widi. Let's go. Mal relativ einfache Punkte. Welchen anderen Guard haben wir noch? Ach, Trey Burks gerade noch auf dem Feld. Goran Dragic, gute Hilfe von Melo. Oh, aber dafür der offene Putback-Dank für Paul Millsap, den man auch wahrscheinlich länger nicht mehr so schön danken sehen hat. Den Woody. Und Melo läuft sich gut frei. Oh mein Gott, hätte man ein Endpoint machen können. Millsap, fünftes Foul. Ja, weil mit dem Team ist es echt tough zu spielen. Kann man auf jeden Fall so festhalten. Ich glaube, wie viele Punkte Rückstand haben wir jetzt? 11. Ich glaube, das wird auch nichts mehr hier, um ehrlich zu sein. Da fehlt mir einfach offensiv hier ein bisschen die Firepower. 7 Punkte am Ende, die Niederlage, so. Ist ja sogar noch verhältnismäßig okay. Sieg wäre natürlich schöner. Aber ihr wisst das ja auch hier. Wir spielen hier nicht unbedingt um den Titel mit dieser Saison. 11 zu 39, der Rekord sagt eigentlich alles. Ja, ich würde sagen. We've lost 6 games in a row, seriously, wondering. Oh, the Mavs. Auch mit 6 Niederlagen in Folge hier. Ist Doncic verletzt? Ich glaube schon bei denen, ne? Ja. Es ist bei uns natürlich. Oh, Johnson to Test Value und Free Agency. Wie gesagt, es hat sich nicht so viel verändert. Wir sind weiterhin hier eher interessiert an. Hier, an den Kollegen hier. Kate Cunningham zum Beispiel, Jalen Suggs. Leute, die auf jeden Fall für uns alle sehr interessant sind. Können wir auch trade-technisch natürlich nochmal gucken, ob wir da nochmal irgendwas machen werden. Stand jetzt seht ihr auf jeden Fall, so sehen unsere Picks aus. Wir setzen auf die nächste Saison. Diese Saison ist im Prinzip einfach nur durchhalten angesagt. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr dabei zuschaut. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ab jetzt wieder jeden Tag 14 Uhr eine Folge und dann sind wir auch ratzfatz aus dieser Saison durch. Und wer hier durchsteht, der hat sich dann auf jeden Fall auch verdient, am Ende dabei zu sein, wenn wir hoffentlich irgendwann feiern dürfen. Ich bedanke mich, wie gesagt, recht herzlich. Haut rein, macht euch noch einen schönen Abend und ciao.